Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ja, für alle, die die letzte Folge gesehen haben, ich habe das Insekt gefangen. Ich konnte mein Wautschi beruhigen, ich habe das Insekt eingefangen, ich habe es dann auch wieder rausgelassen, also natürlich außerhalb der Wohnung. Somit können wir jetzt wieder ganz entspannt hier zocken. Und mir fällt einfach mal gerade auf, dass wir um diese Uhrzeit nichts machen können. Deswegen würde ich mich hier gerne an dem Baum jetzt mal hier so ansetzen. Wir machen es uns gemütlich. Und wir lassen ein bisschen Zeit vergehen. Warte mal, wie konnte ich denn jetzt hier mehr einstellen? Na, da. Wie viel Zeit wird man dann brauchen? Ja, so 7 Stunden. Dann sollte wieder ein bisschen Leben hier in diese Bude kommen. Wir sehen, wie es langsam voranzieht. Der Mond geht langsam unter. Die Sonne geht langsam auf. Und da haben wir schon mal wieder eine Wache. Da drüben haben wir eine Kuh. Der Typ da hinten, der brüllt auch wieder langsam rum. Wir sitzen hier noch immer bequem. Unser Arsch ist mittlerweile eingeschlafen. Und da hinten sehen wir doch, ist jetzt mittlerweile langsam Leben in der Stadt. Und damit können wir was anfangen, denn wir müssen handeln. Nicht in dem Sinn, na gut, wir müssen schon was machen. Wir müssen aber Waren handeln. Und das können wir beim Schmied, glaube ich, recht gut. Da haben wir vielleicht ein paar Waffen. Was wollt ihr, Argonier? Hallo? Du redest so mit einem Tane? Freundchen, reiß dich zusammen. Das petzt sich dem Jarl. Kannst du glauben? So, und ich hoffe, dass wir jetzt diese 1000 Goldmünzen irgendwie recht fix zusammenbekommen. Ich glaub's zwar eher weniger, Wir haben kleine und große Waffen, Streitkolben, Dolche, alles auf Lager. Das ist schön. Klingen, Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Er hat das nötige Gold, hätte er jedenfalls schon mal da. So, wir werden das jetzt einfach los verkaufen. Wert 144. Beidhändige Angriffe verursachen um 50% höheren Schaden. Aktuell haben wir das hier Bögen. Da bleibe ich lieber bei den Bögen. Mal noch die Lederrüstung weg. Der Helm weg. Die Pelzrüstung weg. Oh, es wird gut. Wir haben Zwergenstiefel. Zwergenstiefel weg. So, was haben wir denn hier noch unter Sonstiges, wofür er vielleicht ein bisschen Kohle hinlegt? Goldbarren brauchen wir selber sicherlich irgendwie, wenn wir mal ein bisschen was schmieden wollen. Waffen. Eisendolch sind auch Sachen, die wir ein bisschen orkischer Dolch. Wo wir jetzt vom Gewicht her ein bisschen was loswerden. Das können wir verkaufen. Gut, schon haben wir 4473. Es wird langsam. Einen Moment bitte. Es ist schön, mit euch Wenn. Geschäfte zu Ja, machen. ne, finde ich auch. Du wirkst sehr sympathisch. Ich mag deinen Bart. So, jetzt muss ich aber kurz mich mit Ich Fender. bin direkt hinter Das euch. ist schön. Ich möchte Dinge mit dir tauschen. Was soll ich nehmen? Nee, du sollst nichts nehmen. Ich nehme was von dir. So, mit was ist der? Der ist jetzt immer mit dem Schwert rumgerannt, also können wir das hier nehmen. Messen wir noch die Eisenstreitaxt. Ah nein! Den Jagdbogen, das ist ja eher seiner. Orkisches Schwert. Er trägt gerade einen anderen Helm. Drachenknochen konnten wir, glaube ich, gerade nicht verkaufen. Mal gucken, was der Stab sagt. Gut, und was du jetzt. Na, ich gucke jetzt erstmal. Im Zweifel müssen wir es Dann mal verkaufen. los. Dann mal los. Aber er braucht ja seinen Bogen. Adrienne Avenicki fertigt die meisten unserer Sorry, warte Waffen mal. an. Meine Frau Ich ist gebe euch eine Deckung. wahre Künstlerin. Was soll ich nehmen? Erstmal deinen Bogen wieder zurück hier. Das ist unseren Bogen. Der braucht einen Bogen. Hier, Jagdbogen. Nein, damit will ich mich doch nicht ausrüsten geben. So, okay. Drück uns die Geht Daumen. ihr voran? Ja, das machen wir auch. Zerschmettern, verprügeln, aufschlitzen, zerteilen. Wir haben Waffen für jede Gelegenheit. Sehr schön. Die besten Waffen und Rüstungen. Dreimal angesprochen, dreimal unterschiedlich was von sich gegeben. So. Jetzt gib uns aber auch ordentlich Geld dafür. Mann, oh, für den Stab. Wo ist denn der Stab hin? Hä, bin ich das. Ich hatte doch den Stab an mich genommen. Jetzt
bin ich verwirrt. Meine Mom. Bis zum nächsten Mal. Jo. Bin immer noch da. Das ist schön. Was soll ich nehmen? Ich weiß, es ist gerade voll die interessante Folge für euch, indem ich zwischen den beiden immer hin und her switche. Wo ist denn der Stab hin? Hä? Liegt der auf dem Boden? Was soll ich nehmen? Der hatte doch extrem viel Geld. Ach, vielleicht nimmt er den einfach auch nicht. Warte mal, nee, den nimmt er nicht. Aber den könnten wir eventuell bei dem Zauberer im Schloss verkaufen. Hm. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Kannst du haben. Kannst du haben. Kannst du haben. Redekunst verbessert, sehr schön. Kannst du auch haben. Okay, gut. So. Also gut. Jetzt gehen wir in die Drachenfeste zum Zauberer. Der wird sicherlich den Stab kaufen wollen. Könnte ich mir vorstellen. Und dann vielleicht auch ein paar Bücher. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Komm mal ein bisschen schneller. Ich glaube, durchs viele Rennen wird zwar unsere Ausdauer automatisch nicht besser, aber was will man machen? Also in die Ausdauer würde ich jetzt ungern investieren wollen. Wir konnten jetzt einen schönen Sprint hinlegen. Was habt ihr denn auf einmal alle gegen mir? Beim letzten Mal, als wir da waren, habt ihr immer gesagt, ich kenne euch doch. Und jetzt, was wollt ihr, Agonia? Ich habe euch nichts getan. So, hinein. Hinein in die Drachenfeste und schauen, was da jetzt möglich ist. Aktuell noch nichts. Aktuell noch nichts. Noch raucht es. Da liegt wahrscheinlich gerade ein Drache und schläft. Und lässt ein bisschen Dampf von sich. So. Grüße. Wo ist er denn? Hallo. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten? Werft einen Blick darauf. Ja, der Schmied schon mehr gesprochen als du. So, Waffen. 302 und damit haben wir's. Das waren doch 5000. Und er hat auch das nötige Geld. Verkaufen. Jawohl. Oh ja. Wenn wir schon mal bei ihm sind. Wir haben auch Schriftrollen, merke ich gerade. Da können wir nur eine verkaufen, sonst hat er kein Geld mehr. Vielleicht können wir auch einen Tausch machen. Zack. So, jetzt hat er kein Geld. Jetzt... Dann wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfest besuchen. Ja, mal schauen. So, und jetzt müssen wir mit dir reden, ne? Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Ja, ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Welch ein Zufall. Ich nehme es. Wenn ich es mir recht überlege, sollte ich mir die Entscheidung lieber noch ein bisschen über... Nö. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Das ist schön, dankeschön. Dein neues Zuhause. Ah, der Banditenanführer. Sie haben eine Trophäe verdient. Fiebel, das schön. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier, weil wir den Banditenanführer von Festung Waldheim getötet haben. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100 Goldstücke. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Das ist jetzt der Punkt, man kann das Zuhause einrichten. Wir haben leider nicht das nötige Geld dafür. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Das ist nämlich der Und Punkt. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Jetzt muss ich mir aber erstmal die Preise angucken. Schon gut, ich brauche gerade kein Deko. Alchemielabor, wichtig, 500 Stück. Schlafzimmereinrichtung, 300. Dachbodendekoration, 200 Goldstücke. Das ist sehr human. Speisesaaldekoration, Wohnzimmereinrichtung, Kücheneinrichtung. Das ist alles sehr human. Ich hätte halt gerne unser eigenes Alchemielabor, obwohl wir es natürlich... Genießt euren Besuch Hallo. In... Ja, Labanett. Jetzt haben wir insgesamt 299 Gold. Da könnten wir uns dann eine Einrichtung kaufen.
Nur einen Moment. Vielleicht. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Was willst du denn jetzt? Beschworene Streitaxt, beschworenes Schwert, beständiger Schutz, besänftigen Blitz, Blitzrune, Eichenhaut, Eisstück, baba. Feueratronarchen können wir schon. Feuerblitz, ein Feuerstoß, der 25 Schadenspunkte verursacht. Brennende Ziele erleiden zusätzlich Schaden. Ist halt doch noch alles sehr teuer. Allerdings haben wir auch die Schriftrolle dann wieder zum Verkauf. Wie viel kostet die Schriftrolle? Er hat das 163. Wenn wir jetzt ein Buch für, hier, guck mal, Frostbiss, ein Kältestoß der Gesundheit und Ausdauer, 8 Schadenspunkte pro Sekunde zufügt. Funken, Furcht, heilende Hände, Halt bei Zielen, die keine Untoten, Atronarchen oder Konstrukte sind, 10 Schadenspunkte pro Sekunde. Heilung, Heldenmut. Helsing, Kerzenschein, lautlos. Du bewegst dich 180 Sekunden lang lautloser, ist aber sehr teuer. Leichter Schutz, Magierlicht. Nee. Schutzgeist, Seelenfalle, Steinhaut, Zombie erwecken. Ah, ist jetzt nichts, was mich so umhaut für den Preis. Was hast du denn noch so? Bekleidung? Das ist alles sehr teuer. Das ist alles sehr teuer. Waffe hast du jetzt die natürlich? Okay, gut. Dann verbleiben wir erstmal so. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfest besuchen. So, bevor wir jetzt... Die sollten wir echt dann auch mal aufsuchen. Wir haben so viele andere Ziele, es ist echt schwer. Aber wir wollen ja Magier werden und damit wir uns da vielleicht ein bisschen verbessern können, wäre es nicht so verkehrt. Aber das ist nordöstlich, da oben. Wir könnten natürlich einen großen Bogen gehen. Das wäre natürlich eine Idee. Das kann ich euch gleich mal auf der Karte zeigen. Mit dem liebenden Stein kannst du sämtliche Fertigkeiten schneller erlernen. Aber nicht so schnell wie mit dem Diebeskrieger- oder Magierstein. Bei uns müsste eigentlich, glaube ich, noch der Magierstein aktiv sein. So, wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Und zwar wäre das hier oben Winterfeste. Theoretisch würden wir dann, wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt. Wir könnten entweder hier rumgehen, erst Ustengraf und dann Winterfeste. Oder beim letzten Mal bin ich hier lang. Dann erstmal kurz in Windhelm ein bisschen erforscht, dann zur Winterfeste, dann dahin und dann wieder zurück. Aber das wären einige Folgen, die das in Anspruch nehmen würden und wir würden halt nicht auf direkten Wege der Hauptmission halt folgen. Was ist denn jetzt los? Woher kam jetzt auf einmal dieser laute Knall so urplötzlich? Das war gerade ein bisschen verwirrend. Aber ich möchte euch jetzt erstmal ganz kurz die Wohnung, unser Haus zeigen, wo es noch nicht eingerichtet ist. Nö. Ich suche nur gerade unser Haus. Haus Graumähne, nein. Warte mal, das war, glaube ich, unten. Warte mal hier. Hallo. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Mordfrau nicht verstehen? Ja, deswegen rennen wir weg. Genau deswegen. Was haben wir... Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Briesenheim. Das ist unser... Genau, stimmt. Unser Haus heißt Briesenheim. Das erste Mal, dass ich bin... Ich bin so froh, dass wir das so schnell hinbekommen haben in dieser Folge. Das ist jetzt unser Zuhause. So. Die Häuser sehen auch immer wieder anders aus. Also es gibt schon diverse Unterschiede. So, hier haben wir zum Beispiel einen Dachboden. Und ich weiß noch, das letzte Haus, was ich hatte mal, der hatte sogar einen Keller. Und das sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ist ein bisschen kleiner geschätzt. Aber es ist vorhanden. Da ich finde es hier schön. Hier oben ist dann das Schlafzimmer. Das ist die Frage, was wir als erstes einrichten. Wie gesagt, es... Oh, hallo, Lydia. Ehre sei mit euch, mein Tane. Das kam jetzt sehr überraschend, aber nein. Was soll das heißen? Was soll... So, okay. Auf Wiedersehen. Ich bin gerade mal am Überlegen.
Wir haben ja Fendal recht lieb gewonnen, ne? Allerdings möchte ich euch natürlich auch ein bisschen was bei diesem Let's Play zeigen. Weswegen es jetzt vielleicht doch gar nicht so verkehrt wäre, mal neuen Weggefährten mitzunehmen. Ich habe nichts getan. Nicht? Was? Seid ihr... Warum schaut ihr mich so an? Seid ihr immer betrunken? Was nach mir ginge, ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Hört man. Hey, in der beflackten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Ich werde eure schlechte Gewohnheiten nicht unterstützen. Dann haben wir nichts mehr miteinander zu bereden. Ja, tschüss. Und, wenn ich das wirklich mache, dann trinke ich das Ding selber. Also sorry. Hier haben wir wieder den Markt. Hallo. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nope. Obwohl, eigentlich sind wir schon Söldner, oder nicht? Aber nochmal kurz zu dem Thema halt. Deswegen würde ich halt überlegen, ob wir vielleicht nicht sogar Lydia als neue Weggefährtin nehmen. Fendal hat uns jetzt bis da hoch begleitet, hat uns gute Dienste geleistet. Der Punkt ist auch der, man kann sich diese, sofern sie nicht sterben, kann man sich die Weggefährten auch wieder zurückholen. So ist es nicht. Aber ich würde das jetzt echt dann machen. Dass wir Fender nach Hause schicken. Und der hat uns sehr gute Dienste geleistet. Wir nehmen ihm aber ein paar wichtige Sachen hat er schon noch. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal kurz um das Zuhause. So, Freundchen. Laber nicht. Da hält. So. Und ja, natürlich. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Junge, jetzt sei ruhig. So, also Alchemielabor können wir uns nicht leisten. Wir können uns Schlafzimmereinrichtung, Dachbodendekoration, Speisesaaldekoration, Wohnzimmereinrichtung, Küche. Warte mal, die haben doch gesagt, dass wir hier diese Fibel haben. Da. Okay, willkommen. Küche enthält eine Feuerstelle, einen kleinen Tisch und zwei Stühle sowie ein Regal zum Verstauen von Küchenutensilien. Wohnzimmer bietet an der Wand angebrachte Regale, einige Beistelltische und zwei Stühle in der Nähe der Feuerstelle, alles zentral im Erdgeschoss. Esszimmer fügt einen langen Holztisch und eine Bank sowie mehrere Regale mit Besteck, Geschirr und Kochutensilien hinzu. Alchemielabor, dieses Paket fügt einen Alchemietisch, einen Lesetisch und einen Stuhl sowie einen großen Kleiderschrank im hinteren Bereich des Erdgeschosses hinzu. Darin enthalten ist außerdem eine Trennwand zwischen Labor und Esszimmer. Dachgeschoss, dieses Paket enthält einige Stühle und Tische, mit denen das Dachgeschoss oben ausgestattet werden kann. Schlafzimmer fügt zwei Nachttische, eine Kommode und einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen im Schlafzimmer hinzu. Das Paket umfasst außerdem eine Trennwand, um im Schlafbereich zusätzlich Privatsphäre zu gewährleisten. Sehr schön. Ist euren Ach, was machen wir denn? Die Aufgaben eines Vogtes sind wichtiger, als die meisten annehmen. Der Jarl bittet mich zum Beispiel oft um einen unschätzbaren Rat. Ach, sehr ruhig. Da helfe ich euch gerne. Und natürlich findet ihr in der Fibel des Schönen... Ja. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Ein Schlafzimmer können wir uns gar nicht leisten. Komm, wir machen Wohnzimmer. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Besten Dank. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Nein, danke. Lasst mich wissen, wenn ich euch sonst noch irgendwie behilflich sein kann. Hat er mittlerweile wieder Geld? Wo ist er denn da? In letzter... Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Okay. Es tut mir natürlich leid, dass ich hier immer manche unterbreche. Ja, da werden wir auch vielleicht hin. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich da immer unterbreche, aber hey, so what? Gesundheit wiederherstellen. Wir haben ja Blasenpilz, blaue Bergblume. Wir haben ja mittlerweile, aber Blasenpilz haben wir halt leider nicht so viele. So, wovon haben wir denn? Blaue Bergblume kann Gesundheit wiederherstellen. In der Magie wohnt eine gewisse Ruhe, meint ihr nicht? Sie ist eine einfache Energie, kontrolliert von denen, die das Wissen und den Willen dazu besitzen. Jojo.
Red du mal weiter. Wir machen jetzt mal hier ein Fackelwürmchenbrust, Ausdauer wiederherstellen und Bergblume. Und herstellen. Nichts gebracht, okay. Was haben wir denn noch? Knochenmehl. Koboldschemel. Bräuchten halt, das wäre so cool. Magika wiederherstellen. Tundra, Magika verstärken, Magika Resistenz. Ausdauer wiederherstellen. Wir nehmen mal die violette Bergblume. Jetzt mal ganz verrückt. Wir nehmen die violette Bergblume. Und wir nehmen die blaue Bergblume. Nix da, okay. Was können wir denn aktuell herstellen? Gesundheit wiederherstellen. Da würde ich ohne Scheiß sagen, dass wir das mal machen. Und wenn wir da jetzt unsere ganzen Blasenpilz verschwendet haben. Na, verschwendet haben wir es nicht, aber wir brauchen das. Unsere Magika verstärken. Sucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Da können wir echt ein paar herstellen. Machen wir noch einen. Wir müssen ja auch unsere Alchemie erhöhen. Ich würde jetzt gerne Level 16 jetzt erreichen. Deswegen stellen wir jetzt noch einen her. Wir haben ja von beiden genug. Und Magika Resistenz haben wir auch ordentlich. Komm, erreichen wir jetzt noch Level 17. Und zack. So. Sehr schön. Gut. Alchemie beenden? Ja, besten Dank. So, und dann schauen wir uns jetzt in dieser Folge mal noch fix an, wie unsere neue Dekoration ausschaut. Die Gefährten führen ihr Erbe auf die ursprünglichen 500 Gefährten von Iskramor zurück, die einst die ersten Menschen nach Himmelsrand brachten und schließlich ganz Tamriel besiedelten. Nee, ich leg das jetzt so fest. Also ich werde das jetzt so machen, dass wir Lydia jetzt mitnehmen und Fendal schicken wir erstmal nach Hause. Falls ihr was dagegen habt, schreibt es in die Kommentare. Bin ich offen dafür? Wir können uns Fendal auch ganz fix zurückholen. Also so ist es wie gesagt nicht. Automatische Speichern, da ruckelt es kurz. Aber wenn wir jetzt zu Hause sind, wenn wir jetzt in unserem Heim sind, dann uns unsere neue Einrichtung anschauen, werden wir uns fürs Erste von Fendal verabschieden. Was macht das Kaiserreich? Nichts! Nö, nö. Sind wir auch nicht. Nö, ich zeig dir jetzt bestimmt keinen Schrei. Das Haus war es jetzt hier, ne? Gleich hier an der Hauptstraße. Riesenhain. Mal gucken, wie sie es jetzt verändert hat. Tada! Schon schaut es doch ein bisschen heimlicher aus, oder? Muss man doch sagen. Können wir uns mit dem Stuhl auf Stühlchen setzen. Jetzt haben wir hier Bücherregal. Sehr schön, genau. Auf das habe ich gehofft. Du kannst noch 18 Bücher in dieses Regal stellen. Das ist, finde ich, sehr gut. Weil wir haben einige Bücher mit und die nehmen immer Gewicht 1. Sowas, das Firmament. Okay, ablegen. 1, 2. Zack, zack, zack. Die Tagebücher behalten wir mal noch. Die Kontrakte müssen da jetzt nicht rein. Magie vom Himmel, Tagebuch, Ulfres Buch. Der Menschen. Die können wir eventuell irgendwann verkaufen. Nochmal noch die Tagebücher. Bericht der kaiserlichen Kommission zur Katastrophe von... Oh, das kann auch noch weg. Also rein, nicht weg. Tagebuch des Alchemisten. Ach komm, wir hauen noch die Tagebücher mit rein. Ah, ist voll, okay. Da-da-da-da-da-da, wie aus Zauberhand. Ach, und hier unten haben wir doch auch noch Platz. Da unten haben wir doch auch noch Platz. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Oder brauchten wir eines der Tagebücher? Eventuell.
Ich weiß es gerade nicht, wie es mit den Missionen ausschaut. Deswegen sollten wir vielleicht Arbeitstagebuch wieder mitnehmen. So. Sieht doch cool aus. So, okay. Mein guter Fendal. Och Mensch, fällt es mir auch schwer, muss ich wirklich sagen. Ich gebe euch Deckung. Ich muss jetzt trotzdem mal ganz kurz gucken. Was soll ich nehmen? Das ist der Punkt. Behalt dein... Nee, warte mal, das alte Nordschwert. Ja. Die Pfeile kannst behalten. Die Drachenknochen nehme ich mal an mich. Oh, der hat sogar selber Gold. Aber nein, das nehme ich ihm jetzt nicht weg. Ach, weißt du was? Die Pelzstiefel, die hätte ich gern zurück. Die würde ich gern Lydia geben aufgrund der Feuerresistenz. Sei mir nicht böse. Den Rest kannst du gerne behalten. Mein guter Fendal, ich bedanke mich für deine Hilfe. Ich bedanke mich für deine wunderschöne Gesellschaft. Hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch wenn es hier gerade sehr dunkel ist, wir kaum Licht haben, wir dein Gesicht nicht wirklich sehen können. Also ich jedenfalls nicht. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und unsere Wege werden sich sicherlich wieder kreuzen, da bin ich mir sicher. Aber hier trennen sich unsere Wege. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Passt bitte auf dich auf, okay? Tja, traut es seinem Glück allein oder wie sagt man noch so eigentlich? Das ist bloß die Frage. Ach, wir sind zu schwer gerade, merke ich. Okay. Gut, müssen wir dann gucken, wo wir hier die Drachenknochen unterbekommen. Weil ich merke gerade, dass wir hier nicht in eine Kiste reingucken können. Oder? Können wir jetzt die hier benutzen? Nö, können wir leider nicht. Okay. Aber das kriegt man schon alles irgendwie hin. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell. Ich muss nur mal Lydia finden. Ach, die ist dann da oben. Die kann das dann übernehmen. Gut. Dann setze ich mich jetzt hier hin. Ja, unser neues Zuhause. Bin ich froh. Ich muss echt sagen, ich bin froh, dass wir das so schnell hinbekommen haben. Lydia ist da kurz nach links verschwunden. Unser neues Zuhause. Neue Abenteuer warten auf uns. Ohne Fendal erst einmal. Wer weiß. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Fendal wiedersehen wollt. Dann holen wir uns ihn zurück. Aber wir werden in der nächsten Folge gleich mal Lydia fragen, ob sie Lust hat, mit uns mitzureisen. Bis dahin bedanke ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal bei Skyrim.